Verrückten sportlichen Duell trafen sich auf Sylt eine Profi-Kiterin und ein DTM-Pilot. Ich bin Anne, Pro-Kiterin und ich werde heute Max zeigen, woher der Wind weht. Ich bin Max, DTM-Fahrer und ich nehme Anne heute den Wind aus den Segeln, auch ohne Motor. In rund 8 Wochen startet der Kitesurf Cup Sylt. Mit dem Event am Montag gehen die Vorbereitungen in die heiße Phase. Kitesurferin Anne Wallwattner und DTM-Pilot Maximilian Götz gingen vom Brandenburger Strand aus auf die 3,5 Kilometer lange Rennstrecke nach Wenningstedt. Anne auf dem Wasser mit ihrem Kite, Maximilian auf seinem Rennrad. Der Wind aus West bis Süd ließ Anne gut vorankommen. Der DTM-Pilot hatte den Wind als Gegner in Richtung Wenningstedt. Bei Gosch am Cliff war das Ziel. Der Ausgang des Rennens war bis zum Ende völlig offen. Ja, leider bin ich Zweiter geworden, ganz knapp hinter der Anne. Es war ein Wimpernschlag, aber der Wind war heute schon relativ stark. Dann eine kleine Steigung drin gehabt und ein bisschen Verkehr gehabt auf der Straße und deswegen wirklich eine Schrittlänge zu spät gekommen. Tja, ich war einfach schneller. Also ich glaube, Kiten ist schneller als Radfahren.